So, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Folge. Und bin mal gespannt, was uns jetzt weiter erwartet. Da Crook jetzt tot ist, haben wir nur noch zwei Spuren. Aber wenn wir das Signal nicht aufspüren können, welches die Autobombe gezündet hat, dann bleibt uns wohl als einzige Möglichkeit unser alter Freund Ordell Williams. Okay, ja, dann ne? Machen wir das. Bisher bei Driver San Francisco. Ich verstehe es nicht. Wofür braucht Jericho drei Tankwagen mit Ammoniak? Platin? Das kann auch als Katalysator benutzt werden. Wenn man Ammoniak hinzugibt und weiß, was man tut, könnte man Cyanidgas herstellen. Da Crook tot ist, haben wir nur noch zwei Spuren. Aber wenn wir das Signal nicht aufspüren, welches die Autobombe gezündet hat, dann bleibt uns nur noch unser alter Freund Ordell Williams. Komm, ich versuche nur Jericho zu stoppen. Das ist alles, was zählt. Das ist aber auch das Beste, was man in dem Moment machen kann, ne? So. Oh, wir haben jetzt gleich hier als weitere Möglichkeit, die nächste Mission zu machen. Was wäre hier? Findet Jericho. Was? Finde Jericho und erledige ihn. Kollateralschaden. Ist das schon die letzte Mission? Das kann ich mir nicht vorstellen. Haben wir keine. Hä? Aber hier oben fehlt doch auch noch hier das gesamte Gebiet. Also wir müssen ja irgendwie hier noch über die Brücke fahren können, oder bin ich da jetzt falsch? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Aber gut, okay. Dann werden wir gucken, dass wir, ja. Dann stürzen wir uns einfach hier in die nächste Mission rein. Und was läuft, Jones? Aber wir haben. Warst du nicht hier, als der Anruf kam? Das Handy, das die Autobombe ausgelöst hat, wurde innerhalb einer Meile von hier geortet. Wir haben eine Spur, Tanner. Ach komm, einer wie Jericho muss den Knopf doch nicht selber drücken. Du weißt, dass Jericho sich gern die Finger dreckig macht. Er hat Crook getötet und er wird da sein. Okay. Das ist er, du hattest recht. Ich weiß nicht, Tanner. Könnte jeder sein. Er ist es. Frag nicht wieso, aber ich weiß es. Und jetzt erledigen wir ihn. Das jagt doch nur meine Arztrechnungen in die Höhe. Das soll jetzt vorne Jericho... Jericho sein? Glaub ich nicht. Also ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Wenn das aber Jericho ist und du ihn entkommen lässt? Du hilfst nicht. $20. Dass er dir durch die Lappen geht. Auf wessen Seite bist du? Sehr freundliche Aussagen hier von unserem Kollegen. Macht Autos zerstören eigentlich Spaß? Klar. Was denkst du, warum ich Polizist geworden bin? Aber wir müssen das hier leider mit unserem Fahrzeug machen. Da wir ja hier diesen roten Kreis um das Ding haben. Daher müssen wir leider in dem Bereich bleiben. Weißt du? Wie erledigen wir Jericho? So jedenfalls nicht. Bleiben Sie mal bitte stehen, ich muss auch hinterherkommen. Bin nicht mehr der Jüngste. Hallo, ich bin 33. Hallo, ne? Mein Auto ist auch nicht mehr das Jüngste. Obwohl es ja geil aussieht. Esel, ich weiß. Pass auf, wo du hinfährst, ey! Nicht der. Du! Das hat er gemerkt. Na, das hoffe ich aber. Du weißt schon, was da gerade passiert ist. Halt's Maul, Jones. Na, wie findest du das? Bleib cool, Mann. Nimm's nicht persönlich. Wieso nicht? Haut aber ganz schön schnell ab. Wenn er das ist. Weißt du? Ich dachte, ich erwische ihn noch so. Aber da war ich falsch. Okay. Aber wir haben schon die Hälfte abgezogen. Ist doch ganz gut.
ist doch schon mal ein guter Anfang. Fatsch. Ich fühle mit dir, Kumpel. Den bekommst du nicht rauspoliert. So, aber wie gesagt, den werden wir noch kriegen. Keine, also kein Wunder bitte, und auch keine Fragen, dass ich hier das Rammen nicht einsetze, aber es ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich, da wir uns ja an dem Dings hier halten müssen. Das wird nicht schön aussehen. Ich versuche das auf die altmodische Art und Weise. Aber es klappt ja soweit auch erstmal. Das ist auf jeden Fall spannend. Okay, also der hat schon reichlich Energie verloren. Jetzt sitzt er fest. Mach Meldung, ich schnapp ihn mir. Alles klar, pass gut auf. Hey, wow, wow, wow! Sicher, dass er das ist? Absolut. Hände aufs Dach. Fühlt sich gut an, stimmt's? Yo, Tanner, ganz ruhig, Mann. Das ist nicht Jericho. Ich sehe schon die Schlagzeilen. John Tanner stellt seinen Mann. Stadt bejubelt lokal. Hey, Tanner, Mann, ich sag dir, bleib ruhig. Weißt du, ich wünschte, du würdest eine Waffe ziehen. Nur ein Grund, dich zu erschießen. Tanner, was ist denn nur in dich gefahren? Du verstehst es nicht, oder? Komm schon. Los, erschieß mich! Wow, Tanner! Tanner! Ich seh dich dann, Tanner. Ey, Mann, was soll denn das jetzt wieder? John! Hey, John! Und du mach, dass du hier wegkommst. Hä? Oh, oh. Das ist gleich mehrfach schlecht. Was? Eins, der Fahrer will uns umbringen. Zwei, der Fahrer ist Jericho. Was? Was soll ich sagen, Jones? Jericho kann es auch. Ich weiß nie, wen er kontrolliert oder wo sein Körper ist. Dann bring uns endlich hier raus! Er fährt auf uns zu. Dann pass auf! Warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Ach du Scheiße, da hinten in die Ecke. Na, das kann ja was werden. Also fahren wir am besten vorne gleich links und dann einfach geradeaus weiter durch. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Mensch, fahr doch weiter, du Spinner! Warum hältst du mitten auf der Straße an? Was soll das denn? Oh Gott. Ja, natürlich. Der kann lenken bis zum geht nicht mehr, ne? Ja, natürlich. Wir stecken echt was ein. Ich merk das. Woher weißt du, dass er es ist? Ich sehe ihn. In jedem Auto, jedem Körper. Er mich auch. Das ist unmöglich. Tja, schreib's mit auf die Liste. Verdammt doch mal, John! Ich weiß, ich versuch's ja. Gib mir eine Minute. Oh, sag mal, Leute, wenn ihr abbiegen müsst, dann fahrt bitte auf die ganz äußere Spur. Gott. Das ist echt nicht einfach. Ich will dich ja nicht bemuttern. John, wenn das Jericho ist, warum fährst du da nicht einfach rückwärts in ihn rein? Wenn wir das Fahrzeug stoppen, ist Jericho weg. Dann sitzt da ein benommener Fremder in einem kaputten Auto und wir werden verklagt. So ein Mist. Ehrlich. So, warte mal, wo sind wir denn jetzt? Oh, es ist ja immer noch so weit. Oh Gott.
Wir fahren am besten, wir fahren am besten jetzt noch unter der Brücke durch. Und dann die Straße links rein. Und hier dann über den, hier über diesen Feldweg. Und dann kommen wir da am besten zum Ziel, glaube ich, hin. Also über die Gassen. Sagen wir es mal eher so. No? Mal sehen, ob das klappt. Ja, natürlich! Ey, sag mal. Kann's echt nicht sein. Solange wir den Plan ausarbeiten, werde ich etwas Distanz zwischen uns legen. Häng ihn endlich ab, Tanner! Der bringt uns um! Ja, noch fahren wir. Noch. Noch, ja. Ich bin, glaube ich, falsch gefahren. Seit wann kann Jericho das eigentlich auch? Sag du's mir. Das macht Sinn. Nein, nichts davon macht irgendeinen Sinn. Unfassbar. Ist er noch da? Boah. Ich weiß nicht. Es ist so ruhig plötzlich. Verdammt, Mann. Wenn Jericho deinen Trick auch kann, was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass wir einen Vorteil verloren haben, sonst nichts. Unser Ziel ist dasselbe. Wir müssen den echten Jericho finden und festnageln. Es heißt eigentlich, dass wir komplett am Arsch sind. Weil so derbe, wie der, wie die Fahrzeuge gerade gepanzert waren und auch lenken konnten, das konnte ich zum Beispiel noch nie. Also so geht das nicht. Freundchen, so, so haben wir nicht gewettet. Kann, haben wir jetzt ein Rennen. Ich muss Ordell benutzen, um Jericho zu erwischen, bevor Jericho jemanden benutzt, um mich zu kriegen. Boah, Hilfe! Was ist denn jetzt? Ihre Augen auf die Stadt, stündlich zur vollen Stunde. Als nächstes, Platin plus Ammoniak ergibt Cyanid. Wir sprechen mit dem Antiterrorismus-Experten, der sagt, dass wir uns alle sorgen sollten. John! John! Schwester! Alles klar, Junge. Alles ist gut. Na, komm jetzt so langsam wieder zu uns. Komm, John. Ich weiß, dass du da irgendwo drin bist. Oh yeah. Das nächste Gebiet ist freigeschaltet. Sehr schön. Kapitel 5. Tief verdeckt. Alter. Ach du Scheiße. Also da jetzt Jericho auch das shiften kann, sind wir richtig am Arsch. Das heißt, wir müssen jetzt jeden Moment damit rechnen, dass Jericho uns angreifen könnte. Oh Gott. Das ist Wahnsinn. So. Shift-Ebene 4. Aha. Ich kann mich noch höher pushen. Ich weiß es genau. Oh Gott. Hey, ich gewöhne mich langsam an die Höhe. Sieh dir das an. Die ganze Bay Area.
Wow. Oh, und wir haben wieder reichlich Missionen bekommen. So, also hier haben wir jetzt wieder ein Rennen und bestimmt hier wieder von diesen zwei dummen Spacken, die jedes Mal das College-Geld auf den Kopf hauen wollen. Da unten haben wir einen Blitz, da ist noch verschlossen. Und hier oben ist eine Sternmission. Das heißt, die brauchen wir bestimmt, um die nächste Dings hier freizuschalten. Wow. Aber wenn jetzt hier in dem Gebiet irgendwie so Dinger auftauchen, wo man jetzt jemanden verfolgen muss, ich glaube, das kann sehr deftig werden. Und besonders jetzt auch hier mit den Mutproben. Pass mal auf. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch in dem Part? 13 Minuten, alles klar. Dann werden wir uns hier nochmal ganz kurz in dem Gebiet... Mal einen ganz kurz raus. Werden wir mal ganz kurz gucken, was denn hier so für Mutproben auf uns warten. 10 Sekunden auf einem Autotransporter mitfahren. 10 Sekunden auf einem Autotransporter mitfahren. Könnte man sich mal angucken. Also Autotransporter, das wären glaube ich diese Dinger, ne? Wenn ich da jetzt richtig liege. Hat gepasst. Wunderbar. Was ist denn hier jetzt los? Halten Sie doch mal bitte die Spur. Ja. Wow. Sehr schön. Also das Ding hätten wir alle nicht. Sehr nice. Danke. Ich freue mich. Ja. Das sei jetzt mal so dahingestellt. Es war total easy. Eigentlich nicht. Also es war schon recht deftig, aber... lassen wir mal so stehen, ne? So, hier haben wir jetzt eine Stadtmission. Alle LKW zerstören, die gefälschte Medizin transportieren. Ja, das werden wir aber in der nächsten Aufnahme dann genießen, weil das... Ehrlich gesagt, das wird mir dann heute ein bisschen zu viel. Wir haben auf jeden Fall schon einiges geschafft. 150 km/h im Gegenverkehr fahren für 20 Sekunden. 150 km/h, na gut. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, pass mal auf, wir werden, glaube ich, hier hinten mal eben starten. Und werden mal gucken, dass wir das so gedingsen können. Sehr nice. Die Mutprobe wäre auch erledigt. Erledigt. Ich kann schon gar nicht mehr richtig sprechen. Ich bin einfach total durch. So. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Warte mal, hier vorne ist noch eine. Mit 6 Autos von Transportern springen.
60 Sekunden dafür. Oh, das ist aber ein bisschen knapp berechnet, ne? Über 240 Kilometer pro Stunde halten für 30 Sekunden, keine Unfälle. Oh Gott! Aber sonst geht's noch, ne? Was ist hier? 5 Autos über 175 km/h bringen. Aha. Uh-huh. 80 Meter in einem Tankwagen driften. Ich kann doch nicht einmal 50 Meter mit dem normalen Wagen driften. Was willst du jetzt von mir? 700 Widerstandskraftpunkte. Oh Gott. Nee, Willenskraftpunkte. Ich sag immer wieder Widerstand, ne? Oh Gott. Also auf jeden Fall diese besagten Punkte in 60 Sekunden gewinnen. Das könnte aber auch ein bisschen schwierig werden. Notstopp 200 Meter. Da brauchen wir aber auch wieder ein schnelles Fahrzeug, das wir ja jetzt gerade nicht so direkt am Mann haben. 70 Meter springen. 100 Meter driften. Oh, das sind ganz tolle Aufgaben, die wir hier gekriegt haben. 30 Fahrzeuge in 60 Sekunden anfahren. Das könnte man höchstens hier auf der Schnellstraße machen, also hier auf der Brücke eventuell. Hör mal auf, wir können es ja mal probieren. Aber ich würde dann trotzdem gerne, wenn es möglich ist, hier einmal auf die Brücke wechseln. Warte mal, einmal ein bisschen näher ran. Und da können wir eigentlich nicht dieses schnelle Fahrzeug hier nehmen. Das ist eigentlich ganz akzeptabel. Nicht mitgezählt, wie viel wir jetzt schon haben. Mann, fahr weiter. Zack, zack. Gar kein Problem. Das ist aber ganz schön schwierig hier zu schaffen, ne? Okay, nee, komm. John, Jericho kann shiften. Na und? Das darf dich nicht ablenken. Fick dich. Fick dich einfach in deinen fetten Ver... Ich sag nichts. Nee, das hat so keinen Zweck. Was sagt Madame Monsieur Timer? Ach komm, 6 Minuten noch. Ich mache jetzt einfach einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Und, dann werden wir uns hier um die weiteren Missionen kümmern. Macht es erstmal gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!